Boxlegende Roy Jones Jr. ist in einem Alter von 54 Jahren jetzt am Samstagabend nochmal in den Ring gestiegen und hat gegen den ehemaligen UFC-Fighter Anthony Showtime Pettis gekämpft. Und ich sag euch, seine Performance war immer noch absolut krass. Ich möchte gemeinsam mit euch auf ein paar der Highlights aus diesem Kampf reagieren. Doch bevor wir loslegen, gibt's erstmal 5 Sekunden Werbung für die besten Supplemente von Zack Plus. Mit diesen Supplements könnt ihr eure Leistung auf ein neues Niveau bringen und mit meinem Rabattcode RINGZEN spart ihr immer 10% auf euren Einkauf. Hier haben wir erstmal die Gegenüberstellung der beiden. Also natürlich der Kampfrekord von Roy Jones Jr. 66 Siege, 9 Niederlagen. Anthony Pettis gibt sein Boxdebüt. Der hat vorher noch nie einen professionellen Boxkampf gemacht. Die sind fast gleich groß, fast gleiche Reichweite. Gewicht ist eigentlich auch fast gleich. Nur halt der Altersunterschied ist wirklich riesig. Das Ganze findet auch unter der Flagge von Gamebred Boxing statt. Gamebred Boxing ist die Veranstaltung von Jorge Masvidal. Der hat vor einer ganzen Weile seine eigene Organisation gestartet, wo er unter anderem Bare-Knuckle-MMA-Kämpfe macht, also richtig Oldschool-UFC-Style, und er macht auch eine eigene Boxveranstaltung. Also Jorge Masvidal ist neben seinem MMA-Ding auch selber ein aktiver Geschäftsmann, hat also das eine oder andere Business am Laufen. Starke Aktion jetzt hier direkt von Anthony Pettis, legt direkt in der ersten Runde mal ein bisschen los. Roy Jones Jr. feuert hier eine 1-2, immer noch ein knackiger Typ. Wenn man bedenkt, dass er 54 Jahre alt ist, das ist schon stark. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass Anthony Pettis sich besonders in den ersten paar Runden so ein wenig irgendwie zurückgehalten hat. Möglicherweise so einfach so aus Respekt dieser Legende gegenüber. Aber irgendwie dann so mit von Runde zu Runde, als er gemerkt hat, ey, warte mal, der Typ ist zwar vielleicht alt, aber der ist immer noch scheiße gefährlich. Den kann ich nicht einfach so auf die leichte Schulter nehmen. Hat er auch selber das Tempo dann ein bisschen angezogen in seinem Kampfstil. Aber der Jab von Roy Jones kommt immer noch sehr knackig, ja? Boah, was war das für eine Zeit, als Roy Jones aktiv gekämpft hat in seiner Prime? Ich sag euch wirklich, niemand hätte Roy Jones Jr. in seiner Prime, in seiner Gewichtsklasse, das Wasser reichen können. Der Typ war ein Ausnahmeding, Junge, da ist er nochmal mit einer guten 1-2 rein explodiert. Schaut euch das mal an. Boom, boom, 54 Jahre alt, ne? Der eine oder andere, wenn er Roy Jones nicht kennen würde und ihn blöd anmachen würde mitten auf der Straße, würde sich denken, so, was will dieser alte Mann machen? Und dann brettert ihr dir eine schnelle 1-2-Kombination und schickt dich auf. Die Bretter aber vom feinsten Mann. Anthony Pettis macht einfach Werbung für OnlyFans auf seinem Arsch. Ich hoffe, er verkauft nicht seinen Arsch auf OnlyFans. Nein. Hui, gut abgetaucht. Hui, noch Head-Movement ist auch noch am Start. Wahnsinn, ey, ich liebe es. Mann, Roy Jones Jr. war so ein geiler Fighter, ihm zuzusehen damals, ne? Bei seinen Kämpfen. Übrigens, auch was interessant ist, auf seiner Hose ist jetzt ein Hahn drauf geprintet, ne? Ich habe mal gelesen, Roy Jones hat mal erzählt in seiner Doku oder irgendwie, was war das? Sein Vater hat ihn damals bei Hahnenkämpfen zusehen lassen. Warum? Damit er selber seinen eigenen Kampfstil verbessert. Sein Vater hatte damals eh richtig krasse Trainingsmethoden. Der hat ihm teilweise einen Arm auf dem Rücken gebunden und hat ihn gegen erwachsene Männer, als er 12 Jahre alt war oder so, Sparring machen lassen. Absolut verrückte Story, solltet ihr euch auf jeden Fall mal geben. Ui, was ein guter linker Haken, Mann. Leck mich am Arsch, der Typ ist noch schnell. Ich weiß ehrlich nicht, Mann. Der Typ ist immer noch eine Maschine, Mann. Anthony Pettis war übrigens auch ein sehr interessanter Fighter bei der UFC. Showtime war ja sein Spitzname. Warum? Weil er immer richtig geile Kämpfe mit Show geliefert hat. Leider ist es jetzt nach seiner UFC-Karriere nicht mehr ganz so gut gelaufen in seinen MMA-Kämpfen. Der ist rüber zu PFL gewechselt und hat 5 Kämpfe gemacht und davon 4 verloren. Starker Schlagabtausch, nochmal kurz linke Haken von unten und dann direkt nach oben gezogen. Die Highlights. Oh, die kurze, knackige Rechte mittendrin reingefeuert. Wartet mal, schaut euch das mal an. Boom, kurz mit der Linken gearbeitet, lockt ihn ran und dann knallt er ihm mit die Rechten direkt an das Kinn. Wirklich, jetzt mal kein Spaß, ich will jetzt hier nicht klingen wie der mieseste Fanboy, ne? Aber 54 fucking Jahre alt, Mann. Und immer noch so spritzige, knackige, schnelle Hände, Mann. Immer noch so gute Bewegungen. Das ist Wahnsinn, Mann, ehrlich. Da siehst du teilweise draußen Leute rumlaufen, die mit 54 schon Krücken brauchen oder so. Full credit to Junior's body, but even at age 50, Jones Jr. now coming forward. It sounds wild, it sounds crazy. Da hat er sich jetzt selber eine Bombe gefangen. In die Leere gelaufen und dann direkt die Rechte oben an den Tempel. Ich feiere das echt, ihn kämpfen zu sehen und so, aber das würde mir wirklich das Herz brechen. Wenn du jetzt siehst, wie so ein Roy Jones zum Beispiel in so einem Kampf Knockout geht, weil er sich so einen blöden Treffer einfängt, ne? Wieder dieser linke
abgehakt, schön knackig erwischt. Ey, warte mal, ich muss zurückspulen. Was war das gerade für eine geile Aktion? Mitten im Austausch? Kurz raus und dann an den Körper. Das sah jetzt vielleicht nicht nach einer bösen Aktion aus, aber ich sag euch, wenn ihr das mal selber machen würdet, ne? So mitten in die Aktion von dem Gegner, kurz rausgehen, boom, in den Körper reinfeuern. Knackig, aus der Hüfte nur heraus. Den Arm gar nicht irgendwie groß schwingen. Sehr böser Treffer, nimmt dem Gegner sofort die Luft raus. Was würde ich dafür geben, mit Roy Jones mal eine Trainingseinheit zu machen, Mann? Oh shit, da hatte, glaube ich, noch einen Treffer kassiert und ist ein bisschen gewackelt. Am Ende hat er noch einen Treffer bekommen, direkt an das Kinn, da hat er angefangen ein bisschen zu wackeln. Also zum Glück war das jetzt am Ende des Fights. Das Ergebnis von diesem Kampf übrigens war, dass Roy Jones Jr. verloren hat. Er wurde halt ausgepunktet von Anthony Joshua, weil der, Anthony Pettis, weil der war ein bisschen noch der aktivere von den beiden. Aber ich sag dir euch ehrlich, dennoch immer noch eine sehr krasse Performance von einem 54-Jährigen. Egal, Freunde, das war's mit dem Video. Schreibt mir auf jeden Fall mal eure Meinung zu Roy Jones Jr. und seinem Kampf in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt alle gesund, passt auf euch auf und ciao, ciao.